Hohoho. Was ist denn hier los? Guten Tag. Ja, moin. Ich glaube, sind wir live? Ich habe keine Ahnung. Guten Tag, auf jeden Fall. Jo. Der Büxtu hat hier nichts zu tun heute anscheinend. Der spammt hier Jupp-Toart. Jo, ja moin. Heute ist Karfreitag gewesen, ne? Kartod. Und ich dachte mir so, heute machen wir nochmal einen krassen Stream. Ich spiele heute mal ein Spiel, das habe ich selten gespielt. Ich bin da ziemlich schlecht und ich denke, ich spiele das einfach mal heute. Und Nado Sohn, ja hallo einmal alle. Ja. Ich dachte mir so vor einer Stunde, machen wir heute mal einen Stream, ich habe ja nichts zu tun. Und ja, Special, Flo, Hi, Caroline, CoinTube, Bowser aufs Alter. Ja, heute bin ich mal nicht alleine, sonst streame ich immer, wenn ich allein zu Hause bin. Also, wenn mich heute jemand besucht und dann hört ihr heute mal meinen Besuch, der hier noch wohnt. Meine Mutter und so. Ja, Herrn Blue erstmal. Da bin ich mal gespannt. Ja, also. Ich weiß nicht, wie lange das spielen. Vielleicht eine Stunde, halbe Stunde und dann machen wir was anderes. Ich weiß nicht. Ich spiele einfach mal ein bisschen. Es ist ein Mario Kart Spiel. Jetzt nicht Mario Kart 8, das wäre ein bisschen lame. Weil das kann ich ja eigentlich. Ich bin ein guter Skiller und so. Deswegen so leise tut tot. Ich bin eigentlich relativ laut. Ich kann mich gerne noch ein bisschen lauter machen. Ja. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Also, die Anzeige ist relativ laut bei mir. Ich höre da mal selber rein. Ja. Okay, ja, geht eigentlich. Geht eigentlich. Bring Splatoon. Ich will dich wieder zerstören. Das Splatoon mal gucken. Wir spielen auf jeden Fall Mario Kart. Nicht Logan Kart, Mario Kart. Bei allen, die es nicht geht, genau, Stream neu laden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ne? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ah, okay. So. Es geht los mit einem schönen GameCube-Spiel. Wir spielen heute mal ein bisschen Mario Kart 8. Mario Kart Double Dash und. Ja, fangen wir einfach mal an, ne? Ja. Ich mag auf jeden Fall die Musik. Wir gucken einfach mal, ob das was wird. Ich guck einfach mal. So, Lakito, guten Tag. Mario Kart, Double Dash. Ja. Ich kann das Spiel überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Ich probiere es einfach mal. Ich habe hier gar keinen Toad. Das triggert. Warum wird man alle Headphones? Ich hoffe, der Sound passt. wen spielen wir denn mal? Cooper? Ja. Und Yoshi. Damit der Bluxtu ein bisschen happy ist. Warum habe ich hier keinen Toad? Warum? Ja, egal, wir nehmen einfach mal Yoshi. Yoshi! Und ich hoffe, ich kann hier irgendwas. Ich habe das leider schon mal gespielt. Ich glaube nicht so wirklich. Wir fangen einfach mal an mit dem Pilzkopf. Ja. Yoshi! Mein Ziel ist es, Toad freischalten. Ich will Toad haben. Oh Gott, der Sound ist für mich ein bisschen laut. Nein! Fahr los, Yoshi! Ja, ich kann das Spiel gar nicht. Ich weiß nicht, was das hier heute wird. Ich probiere einfach mal aus. Ich habe ein bisschen hier, die Grafik ist eigentlich ganz schön. Und mit der Yoshi Power werden wir das auf jeden Fall schaffen heute hier, hoffe ich. Yoshi! Der Bluxtu freut sich wahrscheinlich gerade einen ab, dass wir mit Yoshi spielen. Und ja, ich glaube, ich habe noch nie um 22 Uhr gestreamt. Das ist ganz was Neues heute. Ach du Scheiße. Hilfe. Ja, gut. Das machst du gut.
Die Soundtracks finde ich richtig geil bei diesem Spiel, ja ich auch. Ich bin auch schon auf den Betrug gespannt. Nächstes Mal wäre mal... Oh, Hoster du. Nächstes Mal wäre mal KTS geil. Oh Gott, das habe ich auch. Das habe ich aber gesuchtet. Aber ich bin da ziemlich schlecht. Hab dieses Game sehr oft gesucht. Ja, fahr doch. Junge, was ist los bei dir? Weißt du, Yoshi am Steuer, der kann wieder nix. Wie kann ich denn wechseln? Ja, scheiße gelaufen. Ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht bei mir. Wie kann ich wechseln? Toll. Alles wegen Yoshi. Brauchen wir nicht den Scheiß? Gib dir! Ja, auf die Daisy, auf die Daisy. Und Stachy auch noch. Gönnung. Gib Gas, Junge! Toll. Kein Item. Super. Vierter. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier wechseln kann. Ich schaue in die Einstellungen nach. Wo sind die da? Boah. Irgendwie. Weiter machen wir. Vierter ist nicht so gut. Ne, mit X mache ich Item. Immer noch auf Z. Ich habe hier kein Z. Ich mache mir jetzt ein bisschen die Lautstärke hier leiser. Ist ein bisschen zu laut. Nicht für euch, nur für mich. Ja. Peach, Peach. Wunderbar. Immer noch auf Z. Nein, 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 nein. Irgendwo anders. Ja, toll. Super. Jetzt muss ich gucken. Nein. Y? Nö. Nirgendwo anscheinend. Jetzt habe ich wieder alles kaputt gemacht. Da auch nicht. Nein, ich wollte keine Aufnahme starten. Hör auf. Oh nö, ne? Da läuft jetzt gerade eine Aufnahme. Ich spiele nie wieder am PC, Junge. Oh, die ist los. Toll. Egal, ich habe das Spiel auf dem GameCube auch. Da ist es mit Z, das ist mir klar. Aber hier irgendwie nicht. Egal, passt schon irgendwie. Jetzt war für eine Aufnahme, toll. Ich kann ihn nicht ausschalten. Na, auf dem GameCube-Controller gab es einen Z-Button, ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, was er hier ist. Irgendwas, egal. Wir wechseln halt nicht, Yoshi bleibt hinten. Ich bin gut, ne? Ich kann gar nichts. Oh, Yoshi, wein nicht. Alles ist gut, der Blue X2 ist da. Der hilft dir bestimmt. Der Krankenwagen ist auch schon unterwegs, gar kein Problem für dich. Hör auf. Hör auf. So. Also eigentlich war mein Ziel Gold... Wow. Eigentlich war mein Ziel Goldpokal, aber ich glaube, das wird jetzt nix. Mal gucken. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Zum Glück gab es hier noch keinen Online-Modus. Sonst würde ich zerstört werden. Wieder kein Item, ich kann echt gar nichts. Ich kann gar nichts. Was war das jetzt für ein Lag? Den wollte ich nicht. Gib mir irgendwas. Überhol mir die. Yes. So, jetzt muss ich einfach die Aufnahme starten. Stoppen. So. Jetzt gucke ich nach dem Z-Button. Z-Button. Ja, toll. Der ist nicht mal belegt. Ja, super. Oh, nö. Ganz blöd heute hier. Ich habe ihn jetzt auf Minus gelegt. So, weiter. Hallo.
Ja, ich weiß, Vierter und so, ich bin gut. So, los. Willkommen an alle erstmal, so ein bisschen. Guten Tag. Willkommen, Leon. So, ich hoffe, ich kann jetzt endlich wechseln. Besser als Fünfter, ja, genau. Kann ich jetzt wechseln? Ja, Dankeschön. Yoshi, jetzt bist du hier mal am Start. Yoshi hat natürlich schon seit 10 Jahren den Führerschein. Der ist ganz erfahrener Autofahrer. Der macht nichts anders am Tag als Autofahren. Gibt's hier eigentlich noch einen Rückspiegel oder sowas? Nö, ne? Hier gibt's gar nie. Oh Gott. Yoshi, ans Steuer mit dir. Guck mal, jetzt läuft's schon besser. Yoshi am Steuer und ich bin direkt Erster. Hier. Also diese Runde gewinnen wir, sonst ist das Betrug. Pius geistig 3. Ich habe eine Taste gefunden. Ja, ich bin krass, ne? Ich bin ein richtig krasser Typ. Die war nicht belegt, deswegen ging die auch nicht. Toll. Oh nö, ne? Bombe. Wario, hör auf. Hör auf. Nein, nein. Habe ich mich gerade ernsthaft selber getroffen? Nein! Boah, hör auf! Hört doch alle auf! Hör auf! Oh, Yoshi wieder nicht am Steuer, ich raste aus. Okay, noch eine Runde? Nein! Ich raste gleich aus hier. Hör auf mit dem Scheiß. War ja fast erster Platz, ne? Habe ich gesagt, ich brüll nicht rum? Geht bald los hier, ey. Ah. 14 Punkte, ja läuft. Nur weil Yoshi immer vom Lenker weggeht. Alles wegen Yoshi. Yoshi freut sich zumindest. Ja, so minimal. Domtendo würde den Stream nun beenden und sagen, Betrug. Ich beende hier noch nix. Noch ist alles gut. Super Start kriege ich ja auch nicht hin. Ich kriege hier gar nichts hin. Ich kann nix. Alles blöd. Oh, Yoshi, ne? Deine Eier hier. Die triggern mich. Die Strecke gibt es ja auch Marker Deluxe. Wow. Daisy, was guckst du so? Das ist in Mario Kart anders, in Mario Kart 8. Es ist doch alles furchtbar hier. Och Mann. In Mario Kart 8 Deluxe kann ich die Strecke ein bisschen mehr. Jetzt hat das Item ein, Junge. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Dadurch. So, jetzt läuft das ja alles schon ein bisschen besser. Oh ne, nicht dieser Sturm schon wieder. Ich wollte ausweichen. Warum eigentlich nicht Wario? Der ist doch so schnell. Wow. Was mache ich hier eigentlich? Es ist gerade so ein Krebs. Das ist ja unglaublich. Alles nur, weil ich den Chat lese. Jetzt mache ich hier einen ganz großen Bogen. Weiß ich doch nicht, dass er hier so ein. Dass hier überhaupt nichts berühren darf. Das Ende hier. Gönn dir. Die Strecke ist sowas von schwerer hier. Das ist ja nicht mehr feierbar. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Ich
mache einen großen Bogen von diesem blöden Tornado. Jetzt läuft alles hier schon ein wieder bisschen wenig besser. Tor 2018 immer noch siebter. Diese Strecke ist blöd. So, jetzt ist alles schon wieder besser hier. Schon wieder fünfter, yes. Ein Pilz. Der gibt mir noch gleich gar nichts. Danke. Für nix. Oh. Oh, Junge. Yoshi, jetzt geh du mal ans Steuer. Oder auch nicht. Geh ans Steuer. Gib Gas. Erstmal Orangensaft vom Nachbarn. Ja, moin. Läuft gut. Oh, immer noch dritter. Nice. Wir sind dritter, Leute, bei diesen Platzierungen. Wow. Ja, ich bin schon ziemlich gut. Hier gibt es immer noch Siegesehrungen, die wurden dann im Budget gestrichen. Yoshi, du bist richtig gut. Also Yoshi verliert wahrscheinlich bald den Führerschein, wenn er 3 Punkte in Flensburg hat. Läuft richtig gut. Du brauchst sofort Tod am Steuer, das sehe ich genauso. Nur weil du kein Toda bist, genau. Und hallo Toda. Guten Tag. Wow. So, was soll das jetzt hier werden? Namenseingabe. 3 Buchstaben. Ah, ich kann ja nicht mal Hallo schreiben. Oder Pius. Geht ja gar nicht hier. Duff. Yes. Yoshi hat zu viel getrunken, würde ich jetzt sagen. Ja, sehe ich genauso. Was ist denn jetzt los hier eigentlich? Oh, ich bin echt... Ich habe doch so einen schönen Hintergrund. Warum nehme ich den denn nicht? Gut, willkommen zum Orca Nacht Double Dash. Wir spielen jetzt den zweiten Cup. Den 150 bitte. Immer noch kein Toad. Yoshi ist noch am Steuer, aber diesmal nehmen wir noch diese geile Peach hier. Ja. Und den Bloom Cup. Gönnung. Ich dachte, das wäre so gewollt. Was wäre so gewollt? Der Hintergrund? Nee, ich habe eigentlich so einen Hintergrund. Ich habe vergessen reinzunehmen. Und ja. Sie ist positiv. Dein Name kann LOL heißen. LOL. Aber nur mit einem O. Das ist nicht so schön. So, Peach, die geile Tante, ist jetzt hier mal am Start. Die Peach muss direkt mal ans Steuer. Frauen gehören ans Steuer, das weiß man ja. Ich sag dazu mal nichts. Das wird immer schlimmer hier. Okay, wir haben gleich einen Stern. Jetzt holen wir aber auf. Was war das? Oh, das ist heute wieder so ein richtiger Anfall hier. Starry, immer gut. Hör auf! Nein, da war ein Stern! Oh, geh von der Bombe weg. Ich lese gleich euren Chat. Das ist eine knappe Scheiße heute hier. Was ist in Saudi-Arabien? Das will ich gar nicht wissen. Hm.
Marvin würde bei deiner Namensangabe was mit S anfängt und mit X endet. Ja, 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 ich merke das schon. Ich merke das schon. Ich kann da nicht fahren. Yoshi, was ist los mit dir? Mit Bande. Ich bin aber Skiller hier. Oh, gib mir den Stern. Ey, diese Steuerung hier, ne? Die ist so schwammig. Ich spiele ja schon mit einem guten Controller und trotzdem ist die Steuerung so schwammig. Das ist ja schlimm. Das ist ja schlimm. Das habe ich ja gar nicht so schlimm in Erinnerung. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Ist ja jetzt nicht so, dass ich es noch nie gespielt habe. Obwohl es noch nicht meine Zeit war. Okay, gerade so. 2004, da war ich 3. Da habe ich nicht sowas hier gespielt. Oh, ich will Dritter werden, okay. Ja, okay, damit aber nicht. Gib mir doch irgendwas Gutes. Ich kann ja froh sein, wenn ich Vierter werde, ey. Oh, Junge, ey. Ist anstrengend. Autounfall plus Fahrerfluchtanzeige raus, auf jeden Fall. Guter Controller ist für mich ein Gamecube-Controller. Okay, den habe ich jetzt hier nicht ganz. Da habe ich bei mir am Gamecube, aber nicht hier. Du. Dead-Übersteuerung. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Rein aus Emotionen. Oh ja, Toda. Was ist mit Toda? Was ist hier los? Was ist hier los? Nenn dich Sau oder Keck. Okay, mach ich. Aber erstmal müssen wir wieder einen Pokal uns gönnen. Ich spiele mit Switch. Controller. Trotzdem ist es alles schwammig hier. Oh, gönn mir Gott Doppel-Item. Jetzt haben wir hier die Liebespower am Start. Aber ich will nicht mit Toad spielen. Ich habe auf dem Gamecube immer mit Toad gespielt. Warum ist der nicht hier? Wurde der rausgepatcht? Oder was? Ja, gib mir was Schönes. Ah. Peach, deine Stimme ist hier sehr schön. Oh, die Strecke kenne ich, glaube ich, von der Wii. Kann das sein? Ja, keine Ahnung. Oh, natürlich. Nee, muss Toad eben erst freispielen. Wat? Wie macht man das? Ey, Junge, was ist das denn für eine Oberzicke? Was ist das denn für ein Typ gewesen? Und geh mir weg mit den Legs. Alter, was ist los? Schönes Gestöhne von dir, dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, ich führe bald eine Facecam ein, Alter. Diese Blicke von mir, ne? Wenn ich ein Item verpasse, ne? Das ist ja nicht mehr schön. Ich habe nicht mal eine Facecam, das ist ganz dramatisch. Hör auf. Was? Hä? Das war doch ein Pilz. Das ist hier kein Online-Modus, also hier muss nichts wegbacken. Was ist los? Apropos Markart, wie am Montag habe ich das auf einem 16. Was? Besoffen gezockt? Okay. Macht super Bock. Genau wie Wii Sports. Betrunken. Okay. Ja, super. Ich spiele das hier nüchtern und fahre schon besoffen. Das muss schon was heißen. Oh, Junge. Was ist hier los? Hör auf mit dem Yoshi, eine. Hör bloß auf. Oh, ich bin Dritter, das ist gut. Für meine Verhältnisse. Nein. Nicht in diesem Land. Nicht zu dieser Zeit. Ich werde hier Dritter. Wunderbar.
schau dir mal lieber meine letzten Nachrichten an, Pius. Die sehe ich jetzt hier nicht. Du spielst doch eh das Spiel mit mindestens 3 Promille, Pius. Sehr dankeschön. Erst ein bisschen Orangensaft. Blue's 2 Super Mario Odyssey morgen 10 Uhr? Ja, sicher. Der spielt ja nur Odyssey. Was anderes kennt der gar nicht mehr. Ich könnte nicht jeden Tag Odyssey spielen, das wäre mir irgendwann zu lame. Ich spiele lieber so ein Shit hier. Und versage. Ich glaube, ich sollte nur noch Captain Toad spielen, das kann ich gut, das Spiel. Dann bin ich wie Blue's 2, mache jeden Tag irgendwelche Weltrekorde. Und kann sagen hinterher, ich bin so geil, weil ich jeden Tag Captain Toad spiele und es kann. Ich glaube, ich mache nur noch Captain Toad als Stream hier. Das wäre ganz nett, ne? Jeden Tag Odyssey? Nein, das geht nur mit Splatoon. Na, du vielleicht. Ich werde, glaube ich, niemals Stufe 99 erreichen in Splatoon 2. Niemals. Oh, Peach. Ich weiß, dass da unten eine Abkürzung ist. Die nehme ich gleich. Yoshi am Steuer, so muss das. Odyssey ist doch hier das beste Spiel der Welt. Also bitte. Ja, okay. Och Gott. Ich heul gleich. Aber hey, die Strecke kann ich. Die habe ich nämlich gespielt auf Mario Kart 7. Die kann ich. Die mag ich auch. Ich will die wieder haben als Remake. Und Tisch. Ja, muss noch das zweite Mal Level 99 erreichen, aber dann mit dem Stern Level 19 Stern bin ich ja schon. Ja, läuft bei dir. Toll, Vierter wieder. Hör auf, Bowser, nerv nicht. Die schubsen mich hier alle weg, nur weil Yoshi nicht so ein fetter Typ ist wie Bowser. Er hört doch mal auf. Daisy, tschüss. Jeden Tag, wenn ich aufstehe und mein Handy mir sagt, Blue's 2 spielt mal Odyssey, dann weiß ich, dass die Welt okay ist. Das sehe ich genauso. Jeden Tag, wenn ich Blue's 2 in Odyssey sehe, dann weiß ich, dass alles gut ist. Das sehe ich genauso. Oh, also so Dritter wäre schon geil, ne? Dritter wäre schon geil. Ich gehe jetzt mal unten oben lang. Und nehme natürlich kein Item. Oh, Zweiter. Zweiter wäre schon geil. Was ist hinter mir los? Natürlich, ne? Natürlich. Oh, hör auf. Hör bloß auf. Geh ins Ziel. Wow. Daumen hoch. Ja, Dritter mal zwei. Ja, ja, ich merk schon. Seid ihr stolz auf mich? Ich hoff's. Ich bin so gut. Road to Toad. Ah, das war schon ein ziemlich guter Skill von mir. Oh, ich sehe gerade, bei mir läuft gerade 80 Mal der Stream im Hintergrund. Das will ich gar nicht. Da fährt er erstmal die DKs für die Banane. Ich habe halt so einen Drang nach so fetten Bananen und so, ne? Ihr versteht. Oh Gott, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich nehme das zurück, okay? Wenn das meine Mama hört, dann ist sie ganz traurig. Und wir fahren wieder besoffen wie immer. Die 3,0 ist schon überschritten. Ja, ich verstehe schon, Pius. Oh Mann, oh. Alles nicht mehr treu hier.
Die Peach ist wieder am Stöhnen und alles ist richtig schlimm. Oh, Junge, ey. Oh, doch, vielleicht denn, das ist super. Ich habe mir heute Mario Kart Double Dash ausgesucht, damit ich mir dachte, ein bisschen Abwechslung kann hier nicht schaden. Und Nintendo Let's Play NLP, guten Tag. Beziehungsweise guten Abend. Wie geht's dir? Ich habe gerade nach hinten geschossen. Alles Betrug hier und der Hammerbo schreibt erstmal Luck. Okay. Wie zur Hölle hast du dich. Hat dich der Blitz nicht erwischt? Keine Ahnung. Ich war in der Luft, deswegen vielleicht. Jetzt habe ich den zu früh hier nach hinten geworfen. Ich raste aus. Oh! Gib her, Junge. Yes, jetzt treffen wir. Was war das denn jetzt? Was war das? Ich werde hier nur betrogen. Natürlich. Das ist so ein schlimmer Laden hier. Schlimmer Saftladen. Ja, natürlich. Klappt hier überhaupt noch irgendwas? Junge, was ist los? Ich raste gleich sowas von aus hier. Was ist das hier für ein Saftladen? Danke für den Leck. Finde ich voll geil. Junge! Ich mach euch alle fertig, ey. Oh, was ist los? Ja, zweiter wäre geil, zweiter wäre geil. Zweiter wäre geil. Richtig gut. Ich bin so gut. So. Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Ja, hab ich. So. Okay. Richtig gut. Desprota. Ich kann deinen Namen nicht ganz lesen. TV auf jeden Fall am Ende. Tschüss. Oh, schon wieder zu Ende. Okay. Also ich sag es nochmal, schaut ihr alle Controller an. Ja, das Thumbnail ist wunderschön, danke. Oh, das wollte ich ja noch ändern. Das wollte ich ja noch ändern. Wartet. Oh, jetzt kann es laggen. Ich habe ja noch ein anderes Thumbnail, warte. Das nehme ich mal eben rein. Oh, jetzt kann es laggen. Jetzt laggt es hier alles eh. Jetzt geht hier alles kaputt. Ich habe noch ein anderes Thumbnail. Warten Sie. Wo ist denn das? Oh, zweiter Platz. Ich bin so gut. So. Mein Thumbnail ist da. So, das war doch eine gute Leistung, muss ich sagen. Das fand ich richtig gut. Was? Gar keinen Namen eingeben? Schade. Okay, dritter Cup für heute. Diesmal spielen wir mal nicht mit Yoshi. Yoshi hat genug für heute. Wir spielen mal, Diddy Kong. Und... schreibt mal im Chat, wen wollt ihr noch als Fahrer haben? Tag Timo, ja guten Tag. Wen wollt ihr noch als Fahrer haben, schreibt jetzt in den Chat.
Waluigi, Waluigi, Daisy, Waluigi, Waluigi, Wario, Baby Mario. Ich glaube, Waluigi wollen die meisten. Ich nehme einfach mal Waluigi, ja, ja. Guten Tag. Was für ein Auto? Das Auto sieht sehr männlich aus. Das ist gut. Kein Daisy Pius, okay. Oh Gott. Sorvetland. Sorvetland, das kann ja nur was werden. Sorvetland, meine Lieblingsstrecke. Kann ja nur was werden. Ja, sehr männlich, ja, siehst du? Immerhin siehst du es genauso wie ich. Fahren wir heute noch. Hallo? Ah, Waluigi war noch eben bei Magus und auf dem Klo. Ja, wer fährt denn hier überhaupt? Diddy Kong, Diddy Kong, was ist mit dir passiert? Muss ich nur eben zu Magus eine Banane holen, oder was ist da los? Der wollte erstmal mal nicht losfahren, der Typ. Okay. Kann man mal machen. Oh, diese Strecke, wie ich die nicht mag. Wie ich die nicht mag. Also auf der Mario Deluxe ist sie ganz okay. Hier ist sie aber nicht so schön. Hier fahre ich immer so gerne diese blöden Eishaufen rein. Das finde ich nicht toll. Aber wir sind ja hier die Oberskiller. Das wird also schon ganz gut. Oder auch nicht. Er muss noch zum Aldi. Das sehe ich. Oh, Junge. 3,0 ist überschritten. Ich sag's ja immer wieder. Warum kein Diddy Kong? Diddy Kong ist doch hier am Start. Was ist los? Mario Kart 8 Dash hat auch seltsame Physik. Ich wusste, dass das passiert. Eine Runde ohne da reinzuhauen ist nicht drin. Natürlich. Wer braucht dafür Items? Wenn man gut fahren kann, braucht man die nicht. Also komm, Dritter ist drin. Ja, also Items. Nee, nee, nee. Die brauchen wir nicht mehr. Ja gut, nehmen wir doch mal wieder eins mit. Oh, Junge. Gib Gas. Also Fünfter will ich eigentlich nicht mehr. Naja, er war halt nicht mehr drin. Dass so ein Promillenwert in einem Grand Prix erlaubt, ist ja sicher. Unter 3,0 geht hier gar nichts. Real Life Story. Ich war mal in der Mittagspause im Lidl und habe mir 1,3 Kilo Bananen gekauft. So, jetzt habe ich mein ganzes Leben erzählt. Agentschnitzel. Schöne Geschichten erzählt sie heute hier. Ich fahre immer besser in diesem Spiel. Ich habe schon 3 Punkte. Mach das mal nach. Das ist toll. Oh, die Strecke mag ich. Die finde ich richtig geil. Die finde ich richtig geil. Die würde ich gerne mal geremaked sehen. Deswegen muss ich jetzt hier auch alles geben. Jetzt packe ich hier den Skill aus. Also hier will ich schon Erster werden, ne? In Österreich ist Aldi der Hofer. Habe ich schon mal gehört. Österreich hat schöne Berge. Und schöne Kettenhunde. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr im Supermarkt nichts kauft und trotzdem versucht, so unverdächtig wie möglich an den Kassier vorbeizugehen, obwohl ihr gar nichts falsch gemacht habt? Ja, das kenne ich. Zwar jetzt nicht unbedingt im Supermarkt, weil ich da eigentlich nur hingehe, wenn ich was haben will
Und zu Saturn und so gehe ich auch mal, wenn ich nur gucken will, was so schönes am Start ist. Also im Supermarkt kenne ich es jetzt nicht. Aber in so einem Elektroladen ist es immer drin oder so. Denkst du dir jedes Mal, oh, jetzt habe ich wieder 80 Bonze iPhones geklaut. Und dann gehst du durch und denkst so, wenn jetzt was piept, ne, ist am Ende bei dir im Leben. Und dann piept nichts und denkst du so, jo, ist eigentlich so, wie es sein soll. zweiter ist schon drin. Richtig gut. GG vom Blitz überlebt. Ja, ich kann's halt einfach. Ich bin da sehr gut drin. Ich bin Erster. Oh, shit. Wie viel wetten wir, dass ich nicht als Erster ins Ziel gehe? Ich wette, glaube ich, 10 über, ja. Ich mache immer in der Klasse, macht ihr da auch? Ich mache da immer sehr viele Wetten gerne. Manchmal gewinne ich auch, nicht immer, aber oft. Und da geht's immer an Ü-Eier. Wir machen immer so Ü-Ei-Wetten, Alter. Wenn du jetzt verlierst, kaufst du 2 Ü-Eier. Und das, so welche Wetten machen wir immer. Wetten das wird hier immer schön gemacht. Oh ja, Wetten das. Wer kennt die Sendung noch? Habe ich damals immer gesehen mit meiner Mutti. Und so, mit meiner Oma. Wir wetten alle, das ist schön. Oh, nö, 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 nö. Yes, ich darf meine 2 Ü-Eier behalten. Richtig gut. Ist dir aufgefallen, dass es kein einziges offizielles Waluigi-Spiel gibt? Ja. Oft 1 von 10 Wetten gewinnt der Toader. Ja, läuft, ne? Er darf seine Eier mal behalten. Ausnahmsweise. Wetten das, wer kennt's nicht. Wurde denn irgendwann ja zerstört von Markus Lanz und der war Ende in Deutschland. Zumindest für den ZDF. Dann kam YouTube für mich. Wann war das? 2014? 13? Wieso? Keine Ahnung. 2 Eier, yes! Wetten, das war geil. Markus Lanz, Alter. Ja, ja, das... Der ist zwar eigentlich mir relativ sympathisch, aber nicht unbedingt für diese Sendung. Das hat der Gottschalk ein bisschen besser gemacht. Obwohl mit... Von dem das Gequatsche auch immer relativ... Also als Kind ging mir das Gequatsche richtig auf die Nerven. Wenn er nicht gerade irgendwie so ein Typ war, so ein Promi auf dem Sofa, den ich mal kannte. Ich kannte ja kein Schwein. Da waren meistens so alte Knacker oder sonst irgendwelche Leute, die vielleicht meine Mutter kannte als Star, aber ich nicht. Die hätten mir da Domtendo oder so einladen sollen, dann hätte ich den gekannt. Aber da waren immer so Leute, die ich nicht kannte. Und wenn die dann so eine halbe Stunde über deren Lebensgeschichte reden und so, ne? Dachte mir ich mal so, komm doch mal zum Punkt. Mach doch mal weiter mit der Sendung. Also die haben da immer gequatscht und über Länge. Um 23 Uhr soll das aufhören. Das ging dann bis 1 Uhr so ungefähr. Ne, bis 0 oder so. Die haben immer überzogen. Samstag durfte ich immer lange aufbleiben. Die anderen Tage, keine Ahnung, um 9 Uhr ins Bett oder so. Und Samstag war immer so ein Tag. Da war lange aufbleiben immer angesagt. Pius 9, als ich noch ein Kind war. Das sind die Geilsten. Das sind die Geilsten. Die als Neunjährige sagen, ja, ja, meine Kindheit, die war so schön. Das sind die Geilsten, das sind die Geilsten. Die feiere ich Todes. Guck mal, ich konzentriere mich gar nicht auf die Runde und es läuft ganz gut. Ich glaube, ich soll das öfters machen. Einfach gar nicht aufs Gameplay gucken. Sondern nur auf den Chat. Dann läuft das hier. Ja, bei mir aber auch so. Ich wollte nur die Wetten sehen. Ja, das ist nicht genauso. Und die haben da immer so lang gequatscht. Und ich dachte mir so, hör doch einfach mal auf hier, ey. Natürlich triffst du keinen, ist ja ganz klar. Was für scheiß Banane, ey.
Was für Scheiß. Und am meisten mochte ich immer die Sommerausgabe in Barcelona, Mallorca oder so. Mallorca, glaube ich, war das, ne? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo da in diesem so einem Stadion. Das war immer Killer. Der Lag war jetzt kein Killer, aber egal. So, jetzt wollen wir mal diese Runde hier noch schön zu Ende fahren. Diese Runde, voila, diese Runde. Was ist los? Komm, Dritter ist drin. Ja, komm. Hör auf. Bombenstimmung. Yes. Andreas hätten die einladen sollen. Ja, das wäre so ein Gast gewesen. Der hätte ich mir gerne das angehört. Hab früher war alles besser, wo ich Pius noch nicht kannte. Alles besser. Da war Jürgen Drews dabei, der König von Mal. Oh Gott, der Typ, ey. Oh. Aber die hatten mal einen Gast, das hätte ich mir gerne angesehen. Das habe ich dann auch gesehen, aber da war ich noch nicht auf diesem Planeten. Da haben die, da ging es um, ich glaube Larry Page, der, nee, oder? Das, Larry Page ist von Google. Wie hieß denn der Typ von Microsoft? Den hatten die mal eingeladen. Das war 1995 oder so. Hab ich auf YouTube gesehen, die Sendung. Wie heißt nochmal der Typ von Microsoft, der CEO? Oder der es mal war? Boah, wie heißt denn der? Bill Gates, genau. Genau, Larry Page ist Google. Der von Facebook. Wie heißt der nochmal? Obwohl, ich hab so Demenz gerade, ne? Die ist ja nicht mehr. Auf jeden Fall Bill Gates war das. Das wäre einer der einzigsten Gäste, die mich da interessiert haben, bei Wetten das. Sonst waren da immer irgendwelche Sänger, die ich im Leben nicht kannte oder so. Irgendwelche arabischen Sänger. Oder irgendwelche Kettenhunde, die ich im Leben nicht kannte. Ah, ja, die Bomben ist hier Bombenstimmung wieder. Wie würde jetzt letzte Markus sagen? Bomben! Ja. Zuckerberg. Ah, ja, der von Facebook, der Typ. Der Typ von Facebook. Der hat ja mehr Dreck am Stecken als meine Toilette. Oh Mann. Ja, Facebook, das war. Also, Facebook. Mit Facebook habe ich auch eine richtige Love Story. Ich habe, glaube ich, schon dreimal einen Facebook-Account gehabt. Habe den immer wieder gelöscht. Das erste Mal habe ich mir einen Facebook-Account erstellt, das war irgendwo in der fünften oder so, da haben alle gesagt, ey Junge, Junge, Facebook ist voll geil. Erstellte mal einen Facebook-Account, habe ich einen erstellt, aber nie genutzt. Ich habe mir dann irgendwann einen YouTube-Account erstellt, das war dann schon besser. Oder auch nicht, Ansichtssache, ob das gut war oder nicht. Jedenfalls habe ich den irgendwann wieder gelöscht, den Facebook-Account. Da habe ich mir zum ersten YouTube-Account wieder einen neuen irgendwann erstellt, wo ich mit YouTube angefangen habe, mit Videos und so. Habe ich mir dann wieder einen neuen Account erstellt. Den habe ich auch wieder irgendwann gelöscht, weil ich da nie was geschrieben habe. Da habe ich mir wieder einen neuen erstellt. Und den habe ich dann auch wieder gelöscht. Jetzt habe ich wieder einen Facebook-Account. Aber auch nur, weil irgendwelchen Gewinnspielen, die ich mal irgendwo mitgemacht habe, da musste man irgendeinen Account haben. Und deswegen habe ich den. Ja, Who's Pius Falk App, ja genau. Da gibt's auch noch einen Facebook-Account. Ich weiß nicht, ob der noch online ist. Da gibt's ein Bild von meinem Zimmer. Mehr habe ich da nicht gepostet. Jedenfalls, ich und Facebook, wir waren noch nie eine Love Story. Also das hat noch nie funktioniert. Den Twitter-Account, das ist auch mein zweiter Twitter-Account. Das liegt aber auch daran, dass ich den ersten nur erstellt habe. Da habe ich auch eine lustige Story mit Twitter. Ich habe mir den ersten Account nur erstellt, den ersten Twitter-Account, weil ich Germi damals fragen wollte, ob er mich auf der Wii U als Freund annimmt. Deswegen habe ich mir damals einen Twitter-Account erstellt, das weiß ich noch. Weil ich Germi irgendwie, ich habe nicht in dem Moment dran gedacht, Germi auf YouTube PNs anzuschreiben und Discord und sowas gab es da ja noch nicht. Und auf Skype hat er mich nicht angenommen gehabt, die Sau.
Da habe ich ihn halt damals auf Twitter angeschrieben. Deswegen habe ich mir einen Twitter-Account erstellt. Das ist ganz lustig. Den Tweet gibt's, glaube ich, noch. Da hat Germi dann geantwortet, nee, nehme nur Freunde an oder so. Da war ich dann voll traurig. Dachte mir auch so, ich will ein Freund von Germi werden. Habe ich dann irgendwann geschafft. Mit nichts tun, mit Best-ofs machen, mit Videos klauen, habe ich dann irgendwann geschafft. Und ja, den Account habe ich dann aber nicht mehr genutzt. Da habe ich mir immer einen neuen Account erstellt, den Toadoffs Account. Und ja, scheiße gelaufen hier wieder, die Runde. Ja, heute sind hier echt so Geschichten mit Pius, ist heute angesagt. Ja, toller Tag. Ja, mit Clown schaffst du da ja easy, Junge. Zeig mal den Twitter-Account. Ich kann mal gucken, ob der Tweet noch online ist. Ich habe den irgendwann umbenannt. Ich habe da so einen Troll-Account draus gemacht. Wenn ich mal irgendjemand anschreiben wollte, habe ich mich umbenannt. Ich guck mal, ob es den Tweet noch gibt eben. So, ich hole mal eben mein Handy, da bin ich noch eingeloggt mit dem Account. Frag mich bitte nicht warum. Oder auch nicht, weil ich ja ein neues Handy habe seit ein paar Wochen. Ich habe scheiß gelaufen. Wie heiße ich denn da? Ich guck mal eben nach. Oh Gott. Oder ich habe die Tweets mal gelöscht, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich da einen Screenshot von gemacht, das weiß ich noch. Wir können ja schon mal weitermachen hier. Ach, schon wieder das Ende hier. Er läuft. Ja, lädt gerade irgendwie nicht. Ich glaube, der Tweet gibt's nicht mehr. Warum auch immer. War mir zu peinlich. Wegen Germi muss ich mir jetzt denn da reinziehen, oder was? Wegen Germi muss ich mir jetzt den da reinziehen, ne, oder? Nee, nicht wegen Germi musst du mich ertragen. Du musst höchstens meine Twitter-Präsenz wegen Germi ertragen. Oh, was ist das denn hier? Bronze? Wow. 19 Punkte? Also, da muss man jetzt mal klatschen. Aber irgendwie habe ich immer noch nicht tot. Mano. Ich bin tot. Was muss ich denn für einen Tod machen? Weiß das jemand? Ich würde sagen, ich bin noch ein bisschen Schlachtmodus. In dieser Zeit könnt ihr mir in den Chat schreiben, welches Spiel wir gleich spielen sollen. Vielleicht kein Splatoon 2, irgendwas für Abwechslung und so, ihr wisst. Könnt ihr mal irgendwelche Vorschläge machen, was ich mal spielen soll. In der Zeit spiele ich ein bisschen Schlachtmodus. Falls ich es hinkriege. Was ist denn der? Kann man oh. Hä? Gibt's hier keinen Schlachtmodus? Wo ist der Schlachtmodus hin? Haben die ihn ausgepatcht? Was? Ja. Komm, wir machen immer nur eine Zeit fahren. Aber bitte mit dem Namen Depp. Schon nach unten, ne? Ja, ja, Depp. Schlachtmodus gibt's nur ab 2 Spielern. Ja, scheiße gelaufen. Ich habe hier aber keine Freunde. Ja, jetzt wird unser Name da oben eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. So. Keck, ja, danke. So, ihr könnt mal im Chat schreiben, was wir spielen sollen. Und ich spiele eine Runde Zeitmodus. Oh, was hat das für Musik? Mark HTS oder in 2D Battle Royale, ach du Scheiße. Hallo Igel, nee, Splatoon nicht, da habe ich genug von heute. Splatoon mal nicht. Boah, ich bin gut. Smash mit uns, oh Gott, Smash Wii U. Oh Junge, die Wii U, die kram ich nicht aus. Die ist schon bei mir im Keller mit 3 Staubschichten. Ne, die ist irgendwo hier im Zimmer, aber... Oh, Junge. Die alte Wii U.
Also Switch würde gehen, alles was ich auf der Switch so ein bisschen habe, außer vielleicht Splatoon 2. Switch würde gehen und irgendwelche Gamecube-Spiele oder DS-Spiele. Das wäre auch noch gegangen. So, jetzt stelle ich einmal den krassen Rekord hier auf. Weil ich bin gut und so, ne? Aber ich will einen Toad abspritzen. Nee. Heute nicht. Das wir tun ist zu viel für mich. Vielleicht Mario Kart? Könnte man überlegen. Wie ich sagte, probier mal Swift. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Oder ein Browser 2D Battle Royale oder halt Mario Kart DS. Mario Odyssey. Was soll ich in Mario Odyssey machen? Kein Plan, ob du die Info brauchst, aber für Toads muss man den Special Cup auf 100 CCM schaffen. Bruder! Warum hast du das nicht sofort gesagt? Das müssen wir noch schnell machen, Leute. Also vorher gehe ich heute nicht aus dem Laden raus. Das müssen wir noch machen. Special Cup. Was ist der Special Cup? Das ist aber der Stern Cup. Das Spiel triggert mich, ne? Okay, genug für heute, für dieses Spiel. Wir spielen jetzt Mario Kart DS. Und danach spielen wir noch was anderes. Ich spiele heute alles mit euch. So, kein Bock mehr auf das Spiel, das regt mich auf. Nicht mal Toad kann ich hier spielen. Was ist denn das? Oder wollen wir mal Luigi's Mansion spielen? Oh, das passt von der Stimmung her. Wollen wir das mal spielen? Habt ihr da Lust drauf? Ich habe das noch nie gespielt, also den ersten Teil so wirklich. Ich habe den zwar auf dem Gamecube. Aber ich habe den noch nie so wirklich gespielt. Ich habe nur ein Let's Play gesehen. Wollen wir das mal spielen? Wollt ihr das sehen? Also Luigi's Mansion 1, jetzt nicht 2, sondern der 1er. Okay. Ich guck mal eben, ob ich das hinkriege. Können wir das mal ausprobieren? Ich starte mal eben. Ach so Scheiße, was ist da los, ey? Probieren wir aus, ne? Jojo. Ja, ich glaube, das läuft. Ja, halt, stopp. Okay, wir können das machen. So. Hintergrund habe ich jetzt keinen. Wir können mal gucken, ob ich irgendwas finde. Irgendwas Dunkles. Das ist okay. Das passt von der Stimmung her. Ich weiß nicht, welche Sprache das jetzt ist. Ich glaube, es ist Englisch. Ist jetzt egal. Passt schon. So viel Englisch würde ich auch noch können, glaube ich. Das ist ein schöner Hintergrund, Leute. Erfreut euch. So. Das ist ein gruseliger Hintergrund, Leute. Das erste Mal spiele ich jetzt dieses Spiel. So wirklich. Mit euch erleben wir es. Ja, guten Tag, Luigi. Oh, Foyer. Anspannung. Ich glaube, in diesem Spiel soll ich mir jetzt nicht so groß erschrecken. Ja, moin. Ich hoffe, die Steuerung funktioniert. Ja, keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe einfach mal nach oben. Oh. Guten Tag. Hallo? Können wir die Tür aufmachen, die Tür? Hallo, guten Tag. Ah, okay. Hallo? Ist hier jemand?
Wunderschön. Oh, oh, jetzt mache ich Sachen kaputt. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich wollte das eben ein bisschen... Oh, nee. Okay, jetzt ist alles wieder schön. So, Luigi, wir müssen da ein bisschen, glaube ich, rein, ne? Kann das sein? Vielleicht wieder noch ein bisschen Mario Kart, ja, mal gucken. Gute Nacht, Holy Julian, tschüss. So, können wir da jetzt nochmal rein heute? Achso, wir brauchen einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Wo kriegen wir den her? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe das irgendwann mal als Let's Play gesehen. Von Domi. Ist aber auch schon wieder ein bisschen her. Den Anfang kenne ich eigentlich. Ah ja, da ist der Schlüssel. Guten Tag, Schlüssel. Guten Tag. Der Schlüssel. Guten Tag. Daumen hoch. Okay, jetzt müssen wir nach oben. Wie Luigi hier noch aussah. So richtig dick. Mal auf hier. Buh. Tja, nicht geklappt. Mama, auf hier den Mist. Warte, warte, warte. Hast du gerade Julian gesagt? Mit E? OMG. Julian. Nicht Julian. Alles gut. Es tut mir leid. Oh, ein Geist. Und Professor Igitt. Was machst du denn hier? Oh, diese Musik. Hammerburg! Schön, dass du da warst. Tschüss! Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Was hast du heute noch Schönes vor? Ja, guten Tag, Professor Ege. Was ist los? Autsch. Oh, das ist tatsächlich Deutsch. Habe ich jetzt gar nicht gedacht. Tja, da bin ich noch eine ganze Weile. Bin zu alt für diesen spuckigen Unfug. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss, Hammerburg. Tschüss. Ja, guten Tag. Professor geht halt leichte Probleme. Ja, ich bin hier so im Urlaub. Ich hab, mach mir einen schönen Tag, Professor geht. Ja, ja. Geister. Ich bin, also, Luigi's Mansion 2 kann ich eigentlich. Und man soll ich hier auch was hinkriegen. Ja, ja, mein Name. Ja, ja. Jetzt quatsch mal nicht so viel, wir wollen hier anfangen. Ja, komm, zum Punkt. Junge, komm zum Punkt. Der labert den ganzen Tag. Mach doch mal hin, was los? Oh, ich weiß, wie das hier läuft. Hör auf. Ja, ist okay. Redet immer so viel? Ja, ist gut. Okay. Oh, Gameboy hier noch am Start, Junge. Was ist denn bei dir los? Switch ist in. R-Taste. Ich probiere einfach mal aus. Okay. Geister, wo seid ihr? Ja, ja, ist gut. Ist okay. Ist okay. Junge, ist gut. Oh, nerv nicht. Alter, der spammt mich ja richtig voll. Oh, shit. Ja, mhm. Alter, der nervt. Oh, ich bin schlecht. Oh, Geisterjagd für Pius das erste Mal. Oh, spam mich bitte nicht so voll, okay, Junge. Bin gerade ernsthaft so doof. Ja, ist okay. Lacht mich nicht aus.
Dankeschön. Ich habe den ersten Geist gefangen. Ich bin so gut. Wo ist der zweite jetzt hin? Du Obertz, komm her. Oh, nervt der immer so. Da kommen noch ein bisschen mehr, Leute. Yes, ich bin gut. Heftigster Skill. Dankeschön. Dankeschön. Freut mich. Ich habe es aber jetzt geschafft. Boah, der Depp, der hier richtig ab, der Luigi. Entgegengesetzt zum Geist, ja, ist mir klar. Ich habe den zweiten Teil gespielt, die geht. Durchgespielt. Zur Galerie, nö. Kein Bock. Wo soll's hingehen, Luigi? Ja, zur Villa, ne? Aber Omega, ich weiß, ich bin heftiger Skiller. Und Eagle Offs, guten Tag. Zur Villa. Oh, jetzt kriege ich aber Angst hier langsam. Toddy! Was ist los? Toddy, was ist los? Oh, ich habe jetzt gerade schon Tränen im Auge, lang, so kleine. Oh, ich will keine Toads weinen sehen. Toddy, was ist los? Was steckst du nur, Mario? Was, Luigi? Was machst du hier? Spitze, du bist es, Luigi. Du hast es auch doch noch. Schafft, bin ich vor dem Himmel sei Dank, ja. Und bin ich hier nun, Prinz der Peach, spart mich, ne? Ja, geil, ne? Villa gewonnen, ihr Kuss. Wir haben noch Geister und so, ne? Ja, ja. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oh ne, Toddy, nicht weinen, ne? Julian, okay? Nicht weinen, Toddy, was ist los? Oh, Toddy. Tschüss. Nee, wir machen das, wir machen das. Ja, danke. Luigi, also armer Toad, da weine ich schon wieder. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Das Speichern ist immer gut. Du kennst mich jederzeit um Hilfe bitten. Oh, dankeschön, dankeschön, dankeschön. So, dann gehen wir mal nach oben, ne? Gehen wir mal nach oben. Und einfach mal durch die Tür. Wir haben ja den Schlüssel inzwischen. Ist hier jemand? Guten Tag. Der Salon ist das hier, der Salon. Oh, Geld ist immer gut. Geld ist immer gut. Womit mache ich die Lampe aus? Damit rufe ich Mario, okay, mit B. Einsaugen, komm, wir gönnen uns mal das Geld. Geld ist immer wichtig. Geld! Irgendwie ist hier nicht so viel los. Keine Geister in Sicht. Kann man in dem Spiel jederzeit speichern? Nicht so wirklich, glaube ich. Gehen wir einfach mal durch die Tür. Junge, geh durch. Abgeschlossen. Irgendwie geht der so komisch, der Typ, kann das sein? Ich muss irgendwo ein Geist sein. Geh halt anständig, Luigi. Ist hier irgendwo was? Mach mal das Ding da auf. Hey! Kann ich das wegsaugen? Auch nicht. Ich bin jetzt gerade so fürs Leben. Irgendwo hier? Ja. Die Lampen ausmachen? Oh, auf jeden Fall Geld.
Guten Tag. Wer die Kerzen gelöscht? Bist du das etwa? Ja, es tut mir leid, Geist, ne, aber diese Kerzen hier, die haben mich ein bisschen gestört. Jetzt bist du dran. Oh nö, bitte nicht. Oh, jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's Stress hier. Moin. Oh Junge, komm her. Ist der hin? Komm her, ne? Ist hier noch einer? Ne, ich glaube, wir können jetzt. Oh, da ist noch einer. Nein! Luigi, dreh dich halt um. Ich kann mich um. Ah, so dreh ich mich um. Komm ran. Was denn? Nein! Oh, ich glaube, ich bin der erste Mensch, der sich hier so dumm anstellt. So, jetzt komm aber ran hier. Geld! Geld! Noch einer. Ja, erstmal anleuchten. Anleuchten, habe ich gesagt, Luigi. Oh, ich bin so doof. Ich krieg gar nichts hier gebacken. So. Schaut, wer bei Domi Life is Strange? Ja, das schaue ich mir an. Ich bin zwar nicht so weit, wie er ist im Let's Play, also mit dem Zusehen, aber ich schaue mir das an. Ja, warte, die sind jetzt los. Achso, da. Da ist was drin. Ein Schlüssel. Life is Strange ist gut. Wie auch kann ich mir vorstellen. Oh, was sind das jetzt hier? Eine Karte. Mhm. Schön. Jetzt kommen wir endlich weiter hier. Es ist gut. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin. Ich weiß gar nicht, welchen Part ich bin. Ich bin auf jeden Fall nicht so weit wie er. Und es bleibt auch so, wie es ist. Das ist gut. Aber hier bleibt gar nichts so, wie es ist. Hier geht es nämlich richtig trocken weiter. So, weg mit dem. Hallo. Oh, Bruder, komm her. Erstmal anleuchten, den Keck. Junge, guck halt nicht so nach oben. Wo ist der? So, da ist er. Oder gibt sogar Geld, der Typ. So, weg mit dir. Warte. Oh nein, zwei Leute. Nein, einfach den einen. Oh, nö, nö. Luigi. Gut. Ich bin stolz auf dich. Das machst du gut. Noch zwei. Stelle ich mich sehr gut an. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich bin hier ein sehr guter Spieler. Hallo. Ja, Luigi. Gib Gas. Guter Junge. Guter Junge. Ich würde sagen, da lang. Mal die Tür auf. Oh, wir sehen uns hier im Spiegel im Ankleidezimmer. Also, was hätte ich auch gern. Ich gönne mir bald ein eigenes Amiibo-Zimmer. Das bräuchte ich mal. Komm doch ran. Ich muss auch auf diese Physik hier klarkommen. In Luigi's Mansion 2 läuft das alles ein bisschen anders. Da muss ich ihn nämlich erst mit A anleuchten. Und nicht. Und dann läuft das auch. Oh Junge. Ich muss ihn also länger anleuchten. Komm ran. What?
So, jetzt aber. Mann, das ist anstrengend. So, guten Tag. Ist noch ein Geist. Geist, komm her. Ja, was hat er denn? Warum wirft er Bananen? Bist du Donkey Kong? Natürlich rutscht wieder aus. Ganz klar. Komm ran! Wie wäre es mit Super Mario Maker nach Luigi's Mansion? Heute nicht. Gern ein andermal. Muss ich die Wii U extra aufbauen vorher. Die habe ich jetzt hier gar nicht so griffbereit tatsächlich. Zumindest hier am PC. Und an der Alligator angeschlossen ist recht nicht. Und wo ist jetzt dieser blöde Geist? Komm her. So. Pius, gibt es ein 10.000 Abonnenten-Special, wenn du 10k hast? Wenn ich weiß, was ich da machen kann, aber eigentlich habe ich das schon geplant. Komm her! Als ob ich da schon wieder ausrutsche. Ich raste gleich aus. Komm her. Ja, komm. Ja. Ich bin stolz auf dich, Luigi, hast du gut gemacht. Ja, Luca kann ich mal testen. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Muss ich mir mal angucken. Hier ist noch irgendwo so ein Typ. Hallo? Da auch noch. Nein! Warum ist er jetzt weg? Dreh dich um. Gut. Julian, ich habe eine Katze. Ich brauche keine mehr, ich habe schon eine. Geld. Geld. Geld ist immer gut. Ist hier nochmal Geld drin? Mach mal auf. Nö. Cool, Luigi ist so richtig begeistert. Ja, ich hab heute einen guten Tag. Hallo, Luigi, das freut mich. Ja, mal. Oh, Toddy, was ist los? Mario, bist du was? Luigi, was machst du denn hier? Okay, Luigi. Ja, und doch. Ja, ich rette Mario, kein Ding. Tschüss. Kann ich noch was mit dir machen? Ach, hier kann ich speichern, okay. Warum jetzt noch nicht? Ein paar Minuten spielen wir noch. Wo geht's denn jetzt lang für uns? Hallo? Müssen wir jetzt wieder zurück? Karte? Wo ist Karte? Nee, hier ist Item. Wie kann man die Geister sehen? Raus. Wo ist Karte? Hier? Auch nicht. So, wo muss ich jetzt hin? Hier ist eine gute Frage. Hier ist nur Toddy, mehr nicht. Aber was heißt nur Toddy? Toddy ist das Beste, was man haben kann hier. Toddy, ich würde den ganzen Tag bei dir gern sein. Muss ich wieder zurück? Ja, keine Ahnung. Einfach, vielleicht gehen wir mal nach unten, da war auch noch irgendwas. Hallo Toddy, guten Tag. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Wow, was ist das? Ey, das verarsche. Mario? Luigi, Mario wird nicht hier sein, ne? Wo muss ich jetzt hin? Was ist das hier? Ein Spiegel. Hey, Luigi, du siehst schon richtig krass aus, ne? Aber wo muss ich jetzt hin? Oh, die kannst du mir helfen. Ja, toll. Toddy, das klingt da sehr hilfsbereit. Sitzt der Ton eigentlich in jedem Stream auf dem Klo, ja sicher.
Na sicher. Der hat immer Angst vor den Leuten hier. Mario? Ja, Mario ist immer noch nicht hier, Luigi, merkst du das nicht? Wo muss ich hin? Mario. Ja, mach mal lieber die Tür auf, als immer Mario zu rufen. Mario. Ja, GG, ja, danke. Komm, klopf jetzt auf die an die Wände. Vielleicht hilft das was. Und Luigi, das hat auch nichts zu tun hier, ne? Die Lampe. Die Lampe. Die war ja da oben, so. Die Lampe. Was geht? Ja, guten Tag. Wir sind hier heute richtig krass am Start. Ja. Klappt gut. Was ist hier los? Vielleicht muss ich hier noch was machen. Oh, da ist ein Schlüssel. Ja, super. Das hätte mir keiner sagen können. Oh, was ist denn jetzt los? Das ist draußen im Treppenhaus. Da gehen wir mal hin. Ja, guten Tag. Nico, was machst du eigentlich hier? Hast du nichts zu tun? Luigi schreit hier auch nur rum. Heftiger Stream. Noob spielt fort Luigi's Mansion. Ja, ja, ja. So, sind wir jetzt hier im Foyer? Ja, sind wir. Ich spiele das heute zum... Die Musik. Luigi, geh doch mal an dein Nokia 3500. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, alles gut, das schaffen wir schon. X. Okay. Das schaffen wir erstmal, alles gut. Alles gut. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Geld. Okay. Komm her, du Maus. Was ist das da oben für ein Vieh? Kann ich hier rein? Ja, gut. Hat jetzt nicht so ganz geklappt. Kann ich hier rein? Oh, diesen Raum kenne ich noch. Hier war so ein verrückter Typ. Aber ich glaube, ich komme hier noch nicht weiter. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin, wo ich hin soll. Wo muss ich überhaupt hin? Hier sehe ich nichts. Hier sehe ich auch nichts. Na super. Na, gehen wir mal hier rein. Mann, passiert mir jeden Tag das mit der Tür. Boah, die ist zu. Und hier? Die ist auf zu. Und das war die Tür, die mich verarscht. Okay, also kann ich doch nur hier rein. Okay, okay, okay. Moment mal. Das war jetzt aber nicht die Tür von eben, ne? Das war die. Die verarschen mich hier alle. Die verarschen mich hier alle, dann geh halt hier rein. So, wollen wir gucken, was wir mit diesem Opa hier machen. Hier ist ein Buch. Ja, moin. Komm ran. Wo ist der hin? Wo ist der hin, der Typ? Will er mir jetzt verarschen oder was? Ist er raus? Sagt ein Tod zum anderen. Du siehst ja total gut aus heute.
Aber wo ist der Tod hin? Der Geist. Ich glaube, der ist raus. Geist. Nee, durch die Tortür gehe ich nicht. Haha, aber Total gibt's schon in Mario Party 9. Sie werden verwirrt sein. Das ist Total. Geist? Der ist da wieder drin, oder was? Die wollen mich doch alle verarschen hier. Hat jemand eine Idee? Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach mal hier durch. Oder auch nicht. Dann gehe ich halt mal hier. Ja, Luigi, geh durch die scheiß Tür, Junge. Jetzt soll mich auch alles triggern hier, ne? Vielleicht kann ich jetzt mit der Opa was machen? Opi? Auch nicht. Feuer ausmachen. Geht auch nicht so wirklich. Irgendwas mit diesem Buch. Okay, jetzt ist das Buch weg. Irgendwas höre ich. Bin verwirrt. Mit dem Typen kann ich nichts machen. Nö. Feuer ausmachen geht auch nicht. Das Buch auf Opi schleudern. Oha. Ich glaube, ich muss den Raum neu starten. Nee, nicht Mario. Geh durch die Tür, Junge. Der Nico, der ist schon müde heute. Was ist das scheiß Buch jetzt denn? Das Buch, ja. Nein! Oh, das Spiel ist anstrengend. Wie mache ich das? Ach so. Ah. Ich glaube, ich muss ja nochmal neu laden. Ich hab's gleich. Ich schaff das. Ich schaff das. So, Junge, komm. Ey, ich sterb hier noch. Als ob dieses Buch mich so verarscht. Wie mache ich das? Ich habe Angst vor diesem Buch. Ach so, nicht einsaugen, hinter ihm stehen, okay. Komm mal her, Buch. Fast. What? Alter, ich habe gerade 4 Leben. Das Buch. Das nervt. Gift. Ja gut, das lief ja gut. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, auch zu Bett zu gehen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich gehe jetzt schlafen, ich habe das Gefühl ganz gut. Das war heute sehr bitter hier. Weder Tod freigeschaltet noch diesen Opa besiegt. Ich gehe jetzt weinen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Alle Scheiße hier, ey, tschüss. Nächstes Mal besiegen wir diesen Opa und dann ist alles toll. Wo komme ich jetzt eigentlich raus? Lebe ich noch? Ja, ja, ich habe ja beim Tod gespeichert. Alles gut. Tschüss, ich geh jetzt heulen.